Hallo liebe Leute, hier sind wir nochmal wieder in Schweden. Wir sind noch immer dabei, Geräte zu testen. Wir haben hier jetzt ein Beli-Boot von Savage Gear. Das werden wir euch einmal aufbauen. Auch so ein Boot könnt ihr hervorragend in den Schärengarten benutzen. Wenn ihr nicht überall hinkommt und nicht ganz so gut zu Fuß seid, könnt ihr von außen heranfahren und seid mit dem Boot, mit dem Beli-Boot sehr beweglich. Wir bauen das einmal kurz auf. Auch hier haben wir wieder ein Blasebalg. Wir können hiermit paddeln, so wie es hier liegt. Wir haben eine Rücksitzbank, wir haben zwei Packtaschen, wir haben eine Querstange vorne, wir haben ein Tragegestell, was wir hier hinten schon aufgebaut haben. Hier, so können wir das Boot auf den Rücken schnallen und können das Boot aufgeblasen mit ans Wasser nehmen. Auch hier haben wir wieder drei Kammern. 1, 2 und den Boden 3. Und den Sitz haben wir hier. Das blasen wir jetzt einmal auf. Dazu benutzen wir einen Schnappverschluss hier drin. Drehen ihn hier ein. Rasten ihn einmal ein. Und dann geht es los. Aufpumpen. So, reicht. Wir werden hier wieder die Ventile rausnehmen. Einmal entgegengesetzte Richtung, reindrehen, sichern, das gleiche auf der anderen Seite, Ventil rausnehmen, zack, sichern und schon haben wir das fertig hier. Jetzt blasen wir noch den Boden auf, auch hier wieder das gleiche. Der Kameramann kann ja auch mal mithelfen hier, er kann ja auch mal ein bisschen seinen Fuß betätigen. Kostenloses Stepper-Foto. Oh. Ich nehme mal das Kabel da raus. Versetze ich schon mal. Gut, okay. Sehr gut. Auch hier wieder das gleiche wie vorhin. Wir werden jetzt wieder das Ventil lösen und werden den Sicherheitsstopfen oben raufschieben. Zack. Und das gleiche werden wir mit dem Sitz machen. Zack. Ich pump. Der Kameramann pumpt. Sehr gut, das macht er hervorragend. Danke für die Hilfe. Es geht doch zu zweit wesentlich schneller. Schrauben. Zack. Den Sitz werden wir jetzt in Position bringen. Er hat hier zwei Klettverschlüsse. Die kletten wir jetzt da fest. Zack. Dann werden wir ihn höchstwahrscheinlich hier vorne irgendwo festmachen. Das sieht so aus, als wenn er da angehört. Gut. Andere Seite. Wir werden das hier hinten schon mal machen. Hier sieht das auch gut aus. Zack. Wir werden jetzt mit dem Paddel weitermachen. Wieder Steckpaddel, bequem ins Auto geht, ineinander klicken, einrasten lassen. Hier haben wir Löcher drin, hier haben wir die Dollen. Wir werden das hier einmal reinmachen. Zack, zack. Sehr schön. Werden wir ihn sichern hier oben. Kann er auch während der Fahrt nicht abhauen, falls wir am Fischen sind. Und schon haben wir das Paddel hier befestigt. Das gleiche werden wir auf der anderen Seite machen. Knopf reindrücken, einrasten lassen, in Position bringen, Schraube festdrehen, alles in Niro gehalten und Alu. Kann nichts rosten. Sehr schön gemacht. Zack. Sehr gut. Hier das gleiche nochmal. Das ist eine sehr gute Position. Hier haben wir Gerätetaschen, die wir hier nochmal befestigen können. Die werden wir hier jetzt einfach aufkletten. Hier einhängen. Zack. Zack.
für alle möglichen Dinge. Lüften rechts eingeklettet, den Haken genommen, so rum. Und so, sehr schön. Soweit haben wir das fertig. Hier vorne haben wir noch mal eine Stange, die wir hier vorne befestigen können für unterwegs. Das gehört höchstwahrscheinlich hierauf. Ich schätze mal, das sind diese Teile hier. Klack. So, damit wir wissen, wie klein unsere Fische sind, haben wir hier noch mal ein Thriving Basscape. So, ist natürlich nicht zum Ein- und Aussteigen gedacht. Beim Ein- und Aussteigen müssen wir das herausnehmen. Beim Fischen sichert uns das, vorne wegzurutschen. So ist das ganze Ding aufgebaut. Paddel haben wir hier links und rechts. Man kann dieses Boot so schon benutzen. Man kann das auch als ganz normales Bailey-Boot mit Paddel fischen. Ist nicht zwingend erforderlich, aber zur Sicherheit werden wir nochmal die normalen Bailey-Boot-Flossen dazu packen. Ganz normale Bailey-Boot-Flossen haben wir hier, links und rechts. Die kann man dazu nehmen. Sicherheitsbänder für die Flossen, damit die Flossen uns aus Versehen nicht von den Füßen fallen, sonst drehen wir uns immer im Kreis herum. Wir können also hier uns die Flossen nochmal sichern. Das haben wir dabei. Einen kleinen Anker haben wir hier drin mit Band. Den können wir hier links und rechts in die Taschen reinlegen. Das ist sehr vorteilhaft. Natürlich hier auch wieder nie ohne Rettungsweste, nie ohne Handy und natürlich auch nach Möglichkeit immer Wind auf Land zugewandt, nicht Wind vom Land weg, sondern von See her kommend und maximal 1 bis 2 Windstärken. Sonst sollte man an Land bleiben. Kein Fisch ist wert, für ihn bei Wind rauszufahren und zu sterben. Hier diese beiden Schulterriemen, die wir haben, die werden wir jetzt einmal nehmen. Was wiegt ist, keine Ahnung. Ich schätze mal so 25 Kilo, vielleicht ein bisschen weniger. Wir können in der Beschreibung nachschauen. Aber es ist leicht zu tragen. Links und rechts jetzt eine Angel, Warthose an und ab geht's ins Wasser. Ihr seht, wir marschieren schon mal los. Hier könnten wir reingehen. Hier können wir jetzt quer durch die Botanik laufen, haben unser Bailey-Boot auf dem Rücken und sind so für alles gerüstet, was wir beim Fischen gebrauchen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen und beim Fischen.